Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen, liebe Freunde. Mein Name ist Matthias Trechok, ich bin der Gründer der Friedensinitiative Stop the War in Jemen. Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Das sagte einst der große SPD-Bundeskanzler Willy Brandt von 1969 bis 1974. Was die wenigsten wissen, ist die Voraussetzung für die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, DDR und Bundesrepublik Deutschland. 1990 ging ein Versprechen Deutschlands voraus an die Welt, nämlich, dass von deutschem Boden nur Frieden ausgehen wird und dass Deutschland seine Waffen nur zur Selbstverteidigung bzw. bei UN-Missionen zum Einsatz bringen würde. Das ist so verankert im 2+4-Vertrag, Artikel 2, vom 12.09.1990 in Moskau geschlossen und im Oktober 1990 wurde das ebenfalls im Bundesgesetzblatt so verankert. Zwischen den 23. und 26. Mai 2019 öffnen sich in der Europäischen Union die Wahllokale zu den Europawahlen. Für 508 Millionen Menschen, die in 28 EU-Staaten inklusive Großbritannien leben, haben wir die Möglichkeit, unsere zukünftigen Kandidaten oder EU-Parlamentarier bzw. Parteien zu wählen. Nebenbei bemerkt, Europa hat 742 Millionen Einwohner und 49 Staaten, Politiker und Medien der westlichen Wertegesellschaft einverleiben sich in ihrer Begrifflichkeit Europa. Gern ungefragt die 234 Europäer und 22 Länder, die nicht zur Europäischen Union gehören. Die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel beschreibt in ihrer Regierungserklärung vom 22.11.2018 vor dem Parlament die aktuelle Situation der Welt wie folgt. Ich zitiere. 222 ausgetragene Konflikte, wovon 1 Milliarde Kinder betroffen sind. 1 Milliarde Kinder. 69 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Die Hälfte davon sind Kinder. Was sie nicht sagt, wer für die Fluchtursache und für diese Situation verantwortlich ist. Am 26. Mai öffnen sich nun zum 9. Mal die Wahllokale der EU-Wahl in Deutschland, wo Sie, wo wir die Möglichkeit haben, die zukünftigen EU-Parlamentarier oder Parteien von Deutschland auszubestimmen bzw. zu wählen. Gemeinsam mit Friedensinitiativen aus Berlin-Brandenburg, insbesondere aber die Berliner Mahnwachung für den Ersten Weltfrieden, haben wir alle Parteien angeschrieben, die am 15. März 2019 durch den Bundeswahlleiter für die EU-Wahlen zugelassen worden sind. Wir möchten Bürgerdialoge gemeinsam mit den EU-Wahlkandidaten veranstalten vor historischem Ort zwischen den Botschaften der USA und Frankreich vor dem Brandenburger Tor, also am Pariser Platz in Berlin. Und diese Bürgerdialoge finden ab 1. April jeden Montag bis zum 20. Mai, also der letzte mögliche Montag vor den EU-Wahlen statt. Bisher haben sich 4 Parteien angemeldet, sind die Menschliche Welt, das ist die Familienpartei, die Feministische Partei und die Neue Liberale. Jeden Montag ab 1. April in der Zeit von 18 bis 20 Uhr bis zum letzten Montag, also den 20. Mai 2019. Wir haben alle Kandidaten gebeten, ihre Wahlprogramme ausschließlich im Kontext Außensicherheits- und Friedenspolitik vorzustellen und zu erklären, sich den Fragen interessierter Bürger zu stellen und natürlich auch zu erklären, welche Vision, welche Beziehungen sie sich im Kontext Europa insgesamt vorstellen und natürlich auch zu Russland. Die entsprechenden Auszüge zu den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien haben wir auf unserer Webseite, die wir extra dafür erstellt haben, vorgestellt. Der Link ist hier unten jetzt eingeblendet.
Sie haben dort die Möglichkeit, über 40 oder knapp 40 Parteien die jeweiligen Wahlprogramme sich im Detail anzuschauen, aber ausschließlich eben den Part der Außen- und Sicherheits- und Europafriedenspolitik. Auf der Internetseite Deutschland Wahlen 2019 finden Sie also alle wichtigen Hintergrundinformationen und sämtliche Termine, also diese 4 Montage oder 3 Montage, die bis jetzt belegt sind, zum Nachschauen und zum Informieren. So haben Sie also die Möglichkeit, nach Papier und aufgrund von persönlichen Befragungen der EU-Kandidaten eine Entscheidung zu treffen, ob Sie dann überhaupt zu den EU-Wahlen gehen möchten, ob Ihre Entscheidung, die Sie vielleicht jetzt schon getroffen haben, gefestigt wird, oder ob Sie gegebenenfalls Alternativen an Parteien finden zu denen, die bisher im Deutschen Bundestag vertreten sind. Wir würden uns insofern sehr freuen, wenn Sie unser Friedens-EU-Wahlprojekt honorieren durch Ihre Anwesenheit, durch hohe Resonanz. Ich würde mich freuen, Sie persönlich dort auf jeden Fall an einem der Montage kennenzulernen, begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Matthias Tretschok, der Gründer von der Friedensinitiative Stop the War in Jemen. Bis zum nächsten Thema. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao.